kurze Beine. Entschuldigung, hättest du vielleicht einen Moment Zeit für mich? Mein Name ist Oliver. Olier. Und ich bin Angestellter im Gold Saucer. Ich würde dich gerne um Hilfe bei einer etwas, ja, delikaten Angelegenheit bitten. So unglaublich es klingt, im Gold Saucer treibt sich ein Dieb rum. Die Messingklingen ermitteln in diesem Fall zurzeit noch. Daher bitte ich dich, das Gehörte vertraulich zu behandeln. Diebstahl an sich ist schon schlimm genug, aber stell dir bloß vor, jemand vom Personal, der zufällig auch noch ein guter Freund von mir ist, gilt als Hauptverdächtiger. Steht für mich außer Frage, dass das nicht war. Mein Freund wäre zu einer solchen Tat gar nicht fähig. Ich muss seine Unschuld beweisen. Aber alleine schaffe ich das nicht. Würdest du mir helfen, den wahren Dieb zu überführen? Vielen Dank. Dann treffen wir uns in der Mandeville Lounge am Platz der Wunder. Bis bald. Ich denke mal, ich werde doch noch ein bisschen Platz schaffen für ein paar Parts. Weil es gibt ja noch Events. Und Events nehme ich ja auch immer auf, weil die haben mal teilweise eine interessante Story. Weil Winkelkatze, okay, sehr gut. Hättest du Blake auf mich? Danke, dass du so schnell gekommen bist. Siehst du den Mann dort drüben, der von den Messingklingen bedrängt wird? Das ist mein Freund Huhu, der des Diebstahls bezichtigt wird. Hey, du da! Was lungerst du hier rum? Wir ermitteln in einem Kriminalfall. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, mit der Ruhe. Sie stört euch doch nicht bei euren Ermittlungen. Willkommen im Gold Saucer. Gestatten Roland, mein Name. Ich bin der Manager für das Tagesgeschäft. Darf ich fragen, was dich zu uns führt? Erstmal der Stufensteigerungsinhalt. Verstehe. Naja. So. Noch einmal. So weit waren wir schon. Was dich Jules führt? Verstehe, dann nehme ich an, Olier hat dich über die Einzelheiten des Diebstahls aufgeklärt. Verzeihung, wie unaufmerksam von mir. Ich werde das sofort nachholen. Vor nicht allzu langer Zeit entdeckten wir, dass ein Imperator-Kaktorhorn aus der Schublade hinter dem Hauptschalter, in der die Preise aufbewahrt werden, entwendet worden war. Unbefugte dürfen den Bereich hinter dem Schalter nicht betreten. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich ein Gast unbemerkt Zutritt verschafft und das Horn gestohlen hat. Deswegen fiel der Verdacht auf meinen Freund Hugui. Er hatte sich kurz vor dem Verschwinden der Statue in der Nähe aufgehalten und sich um die Ausgabe der Preise gekümmert.
Hugue beteuerte von Anfang an seine Unschuld, doch die Beweislage spricht leider gegen ihn. Die Messingklingen scheinen es bereits als nachgewiesen zu erachten, dass er der Täter ist. Jeder kennt Hugue als zuverlässigen Mitarbeiter, aber du musst wissen, dass er eine kriminelle Vergangenheit hat. Und es ging auch damals um Diebstahl. Das rechtfertigt aber nicht, ihn von vornherein zu verurteilen. Die Messingklingen setzen ihn gewaltig unter Druck. Wenn wir nichts unternehmen, gesteht er am Ende noch etwas, was er gar nicht getan hat. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Dann kann ich mich nur anschließen. Auch ich halte Hugue nicht für den Täter. Bitte finde heraus, wer das Horn tatsächlich gestohlen hat. Danke. Ich werde Daluke von den Messingklingen, der die Ermittlungen leitet, darüber informieren, dass auch wir von unserer Seite Nachforschungen anstellen werden, um die Täterschaft zu klären. Olier, ich verlasse mich darauf, dass du gemeinsam mit Murasaki die Wahrheit auch herausfindest. Bevor du mit den Ermittlungen anfängst, würde ich dir gerne etwas überreichen. In diesem Notizbuch kannst du alles eintragen, was dir im Zusammenhang mit dem Diebstahl wichtig erscheint. Ich hoffe, es wird dir helfen, deine Gedanken zu ordnen und den Fall zu lösen. Wie wäre es, wenn du es gleich mal ausprobierst und zum Anfang mit meinen Kollegen bei den Spieltischen dort drüben sprichst? Er sieht irgendwie ängstlich aus, findest du nicht? Vielleicht kann er dir etwas zum Diebstahl sagen. Du befragst die Person zum Diebstahl. Ich habe an dem Tag am Hauptschalter Lose für den Mini-Glückskaktor verkauft. Diebstahl? Von so etwas liest man doch immer nur in der Zeitung. Wie ich auch schon dem Ermittlungsleiter der Messingklinge gesagt habe, ist mir nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Allerdings fand gerade das Gold-Soster-Festival statt. Und der Besucherandrang war größer als üblich. Ich war also ziemlich mit der Arbeit beschäftigt. Dennoch hätte ich bestimmt bemerkt, wenn jemand in den Schalterbereich eingedrungen wäre, der nicht zum Personal gehört. Also, es muss jemand vom Personal sein. Als üblich ansonsten habe. Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Dann hast du es hoffentlich ins Ermittlungsbuch eingetragen. Wenn wir nur unsere Augen und Ohren offen halten, wird die Wahrheit schon ans Licht kommen. Wir müssen Hugues Unschuld beweisen. Kletterwandgekraxel ist dran. Ich hab Bock auf Kletterwandgekraxel. Ich muss eben klettern.
Vielleicht finden wir unterwegs ein paar Hinweise. So, ich muss mal ins Glückslosschalter. So, wissen Sie etwas, der Wert der? Nein? Gut. Ich sollte einen Fall lösen. Hä? Oh Gott! Alter, was ein Gewusel! Was ein Gewusel! Ich sehe die Plattform vor lauter Leute nicht! Oh Gott! Den Goldenen! Ich hab den Goldenen! Ich hab alles gefunden! Oh Gott! Oh, 5000 MGP!
Ach ja, Dark, diese Gold-Saucer-Punkte sammeln willst, ne? Für etwas Bestimmtes. Jetzt ist die beste Zeit dafür, kriegst Doppeltes. Denn das Event ist ja, falls es noch nicht mitbekommen ist, gesagt, dass wir uns am Platz der Wunder treffen. Er wird doch wohl nicht schon wieder im Kartenspielsalon verzackt sein. Vielleicht weiß die Messingklinge ja was. Oh. Dass der Täter des Horn vermutlich irgendwo im Gold Saucer versteckt hat, leuchtet mir auch ein. Die Frage ist bloß wo? Bei einer so großen Einrichtung sucht man sich dumm und dämlich. Warum fällt mir aber auch immer die unangenehmste Arbeit zu? Ja. Ja, die Hasenohren bringen dir ja nichts, weil du hast Hasenohren. Du kannst aber das Outfit dazu. Aktuelles Thema. Schau. Direktor. Ich mach das mal mit meinem aktuellen Dings. Ich darf ja viermal. Von daher teste ich einfach meine Outfits. Also hier irgendwo im Gold Saucer ist es versteckt. Neue Messingklinge. Ist die was? Als sich der Vorfall ereignet hatte, hatte ich gerade Pause. Also habe ich meinen Kollegen gefragt, ob er nicht Lust hätte, gemeinsam eine Kleinigkeit zu essen zu gehen. Aber er hat mich eiskalt ignoriert und es ist...
und ist einfach alleine zum Schokobo-Rennen losgezogen. Sprichst du von Pippi Maya? Sein jüngerer Bruder soll ein großer Fan des Gold Saucers sein. Ich wusste nicht, dass Pippi Maya ebenso spielversessen ist. Das passt eigentlich gar nicht zu ihm. Und es reicht nicht, dass er jemanden so sitzen lässt. Pippi Maya ist die Freundlichkeit in Person. Selbst mit diesem Hugo, der mit großer Wahrscheinlichkeit ein Dieb ist, gibt er sich noch ab. Pippi Maya, okay. Neuer Verdächtiger? Neuer Verdächtiger. Schokobo-Rennen! Ich will erstmal zum Glückskaktus-Schalter. Da ist eine steife Mitarbeiterin. Die Löffel sind auch schon ganz steif. Sorry. Du befragst die Person zum Diebstahl. Ich weiß zwar nicht, ob es mit dem Diebstahl zu tun hat, aber es gibt da eine Sache, die mich beschäftigt. Also mein Kollege, der den Glückskaktorschalter bedient, hat seine Uniform verloren. So etwas habe ich in meiner langen Karriere im Gold Saucer noch nicht erlebt. Das wird ein Donnerwetter geben, wenn der Anzug nicht bald wieder auftaucht, sage ich dir. Wie kann man nur so schusselig sein und seine Uniform verlieren? Okay, jemand hat Uniform verloren. So viel. Da ist noch eine gestresste Mitarbeiterin. Kannst du nicht leiser sprechen? Wenn meine Vorgesetzten erfahren, dass ich meine Uniform verloren habe, kriege ich gewaltigen Ärger. Dieser Anzug ist äußerst wertvoll. Natürlich habe ich unser Reinigungspersonal gebeten, Ausschau zu halten, nachdem ich den Verlust bemerkt hatte. Aber keiner hat irgendetwas gefunden. Es wurde auch kein Fundstück abgegeben. Wo mag mein Anzug bloß sein? Okay, ich glaube, wir suchen ein Lalafell. Und dieser Pippi Maya ist, glaube ich, ein Lalafell. Gehen wir mal zum Schokobo.
Rolandes hier. Kann sein, dass man auch Sachen finden kann. Nur befragen ist halt immer so, ja. Was ist das denn? Der Höheran hinter dem Schalter, jetzt wo du es sagst, einmal verließ er seinen Platz, um einige Besucher herumzuführen. In dieser Zeit war der Schalter unbesetzt. Wenn jemand gekommen wäre, um seine Position einzunehmen, wäre mir dies bestimmt aufgefallen. So. Was verkaufst du eigentlich, Mama? Und die Noctis-Karte kann man immer noch bekommen. Die Cloud Strife-Karte. Ja. Gibt's in Mount Corell jemanden? Ein gesprächiger Mitarbeiter. Sag mal, diese Messingklinge, die sich an den Untersuchungen beteiligt. Pippi Maya war sein Name. Der kommt doch ziemlich oft hierher, oder nicht? Ich habe ihn jedenfalls einige Male im Gold Saucer gesehen. Du meinst nicht etwa seinen jüngeren Bruder? Der ist nämlich Stammgast hier. Er soll keine Attraktion auslassen, weil der es MGP zu holen gibt. Was? Pippi Maya hat einen Bruder? Das wusste ich gar nicht. Du lebst aber auch hinter dem Mond. Alle Welt spricht davon, dass er es vermutlich auf einen fetten Preis abgesehen hat, so häufig wie er hier aufpolst. Also es ist Pippi Meyers Bruder. Was ist denn Pippi Meyers Bruder?
Irgendwie würde ich mir wünschen, die würden noch eine Attraktion mehr hier reinpacken. Wie wär's mit Blitzball? Das wäre mal was. Kann ich ein... Ich muss aber noch Beweise sammeln. Weil da steht hier Beweise und Zeugenaussagen. Also muss es auch Beweise geben. Ah, verdammt! Das habe ich nicht kommen sehen. Habe ich dich schon gefragt? Ich habe auch noch keine Beweise gefunden. Thank you.
Na, ich versuch's dann mal auf gut Glück. Wie sieht's aus? Weißt du jetzt, was sich tatsächlich abgespielt hat? Aber sicher. Der Auftrag kann abhängig von deinen Entscheidungen auch unterschiedliche Weise enden. Die Vergütung für deine Teilnahme bleibt aber in jedem Fall gleich. Dann spann uns alle nicht länger auf die Folter. Wer hat das Horn gestohlen? Ist das einer der Anwesenden? Danke, dass ihr meiner Einladung Folge geleistet habt, damit ich mir nach Anhörung aller Parteien ein eigenes Urteil bilden kann. Keine Ursache. Auch wir sind daran interessiert, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Murasaki, bist du bereit? Dann wollen wir anfangen. Daluke, darf ich dich bitten, uns einen Überblick über die Ereignisse zu geben? Der Imperator Kaktohorn wurde aus der Schublade beim Hauptschalter entwendet. Der Diebstahl wurde von dem Mitarbeiter entdeckt, der Hugur ablösen sollte. Keiner der Zeugen, die wir befragt haben, hat gesehen, dass eine weitere Person in den Schalterbereich eingedrungen wäre. Der uns außerdem bekannt ist, dass sich Hugo schon früher einmal an fremdem Eigentum vergriffen hat, liegt das auf der Hand, von ihm als Täter auszugehen. Von meiner Seite aus wäre das alles. Vielen Dank. Murasaki, hast du dem irgendwas hinzuzufügen? Laut Zeugenaussagen gibt es keine Anzeichen dafür, dass irgendjemand vom Personal Hugues Position hinter dem Schalter einnahm, als dieser entfernt, um Besucher herumzuführen. Folglich kann niemand anders das Horn gestohlen haben. Also ich fasse zusammen, die Messingklingen gehen davon aus, dass Hugues der Täter ist, während du Murasaki das in Frage stellst. Gibt es irgendwelche konkrete Gründe für deine Zweifel? Gestohlene Horn konnte nirgends im Goldsauce entdeckt werden. Das stimmt zwar, doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis es gefunden wird. Aber sag mir doch, wer außer Hugo soll es denn sonst gestohlen haben? Vielleicht ein Geist? Ich habe also keinen Täter. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich sehe, ich verschwende nur meine Zeit mit dir. Kommen wir zum Wesentlichen. Wer ist denn deiner Meinung nach der wahre Täter? Ach, und wieso bist du dir da so sicher?
Weil, nur so. Es gibt nicht genügend Beweise für seine Täterschaft. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Beweislage für einen Schuldspruch Hugos nicht ausreicht, richtig? Den ultimativen Beweis für seine Täterschaft gibt es nicht, das stimmt. Mag sein, dass wir uns getäuscht haben, in dem Fall entschuldige ich mich. Fragt sich nur, wer denn nun der wirkliche Täter ist. Geht's eigentlich noch weiter? Es scheint alles nach Plan zu verlaufen. Denn ich habe so das Gefühl, das war nur ein Teil dieser Story. Wir haben nicht herausfinden können, wer es war. Ich glaube, das sollte man hier noch nicht. Man sollte nur die Unschuld beweisen. Aber ich habe mich schon genug umgehört, dass ich Verdächtige habe. Warum hatte ich da keine Auswahl? Danke, dass du Hugo davor bewahrt hast, Opfer eines großen Irrtums zu werden. Wir wissen zwar noch nicht, wer der wahre Täter ist, doch die Hauptsache ist, dass keiner mehr Hugos Unschuld anzweifelt. Nochmals vielen, vielen Dank für deine Mühen. Für deine Mühen möchten wir uns gerne mit einem kleinen Geschenk erkenntlich zeigen. Sprich mit meinem Kollegen Nemian, er weiß mehr darüber. 5000 MGP. Das